Die Mission, jetzt bei der letzten Mission ist Bohrer wichtig eigentlich. Sonst bei komplexeren Höhlen. So, jetzt ging es ja noch, aber... Ja, jetzt müssen wir 7 Aquarks sammeln und Schleimsamen. Das ist jetzt deine letzte Mission, oder, Patty? Dann kannst du deinen befördern. Genau. Ja. Ich besorge hier schon mal Bier. Ist es dann deine erste Beförderung, oder? Ja, die erste. Ah. Was hole ich denn mir eigentlich als... Ja, als Perk. Als dritten Perk. Wie viel Tasche, Ablieferer und Steckermaul habe ich denn beim... Kann ich sehen, was ihr habt? Nee, oder? Nee. Ach, ich kann nicht noch was skillen. Just a mod for me. Sieht mal, wie selten ich den Spieler sehr schon wieder... schon wieder skillen kann. So, und bleibe ich bei den Äxten, ne? Ja. Und wenn du Kryo spielst... Ich glaube, die habe ich noch. Die muss ich mal schauen, aber ich... Die muss ich mal erst frei... Ne, die habe ich noch gar nicht. Die muss ich... Level 10. Level 10 und dann ist Quest, ne? Ja. Ah ja, Bier holen und dann geht's in den Untergrund wieder. Jo. Wäre gut. Leaving for orbit. Rock and roll and stone. Nein, ich hab die Würfel nicht getippt. Nein, jetzt werden die Mission verliert. Wir werden alle sterben. Kann jetzt gut passieren. Na super, du hattest eine Aufgabe, Paddy. Ich war mit dem Bier beschäftigt. Du und Bier, also bist echt abhängig davon. Mit deinem im echten Leben jetzt? Dein Bier? Nein, alles mit dem Leben tatsächlich. Achso. Oder warum nicht beides? Wo wir gerade davon reden, Prost! Ich müsste aufstehen. Wieso hast du es nicht griffbereit? Ja. Aus Gründen. Einfach vergessen. Werd auch nicht jünger. Was für ein Zwerg bist du? Was für einer? Ein Teilzeitzwerg. Du bist ja der Vollzeitzwerg. Ja, okay. Kann ja nicht jeder Vollzeitzwerg sein. Ah, jetzt Quarks, okay. Ja. Wo ist die Menace? Da ist erstmal ein Grabber. Da fliegt irgendjemand an. Ah, ne, Explorers einfach neben mir. Nice, danke. Oh, fuck! Ich bin hier schon ganz woanders, man. Wir sind gerade einfach... Oh, irgendwas? Der Grabber hat mich irgendwie sofort losgelassen, okay. Ich bin gerade fast gestorben, weil überall an der Decke sind dann diese ganzen Dinger runter. Natürlich, jetzt falle ich noch in eine Schlucht rein. Was passiert mit mir jetzt? Also du hast gerade mehr Spannung als ich irgendwie. Also ich bin unter, ja, unter dir. Weil irgendwie diese Sachen auf meinen Kopf fallen. Die machen auch nicht Damage. Auch auf Hazard 3. Also hier auf jeden Fall, ich habe schon mal Schleimsamen. Schmeiße ich mal hoch zu euch. Menace. Und nicht hochgeworfen. Ich baue mal eine Treppe zu euch. So, ich... Der Treppe wäre gar nicht so schlecht. Du wirst ja auch sehr viele Sachen transportieren, also. Also, hier bin ich jetzt rausgekommen. Aha, und die Base ist da hinten. Ah, okay. Ja, hier da hinten. Über Steuerung drücken. Na, die ist ja drin. Ja, habe ich gerade gesehen. Ach so, hier. Dann baue ich hier eine Treppe bei dem Nitra. Ja, mit dem Bohrer kann man ja leider nicht abbauen. Das wäre nämlich. Ja, das wäre cool. Quarks rausholen. Ja, ich baue erstmal die Treppe und dann... Dann holt sie einfach die Quarks raus. Lässt sie einfach liegen da. Ja. Dann können wir sie einsammeln. Ach, scheiße. Oh.
Perfekt. Wenn die einfach Nightshots meinen und dann kommen plötzlich ein paar Bugs. Das gefällt mir gar nicht. Tja. Die lassen, so kannst du nicht arbeiten, ne? Ja, echt schlimm. Das sind keine guten Arbeitsbedingungen, muss ich sagen. Ja. Bräuchten wir mal einen Betriebsrat, der sich um bessere kümmert. Ja, es gibt ja bei Deep Rock Galactic einen Vorschlägebriefkasten. Der ist aus dem Kopf des letzten Kerls gemacht, der einen Vorschlag hatte. Okay. Ja. Also wenigstens bringen die ja bald, also werden uns ja bald neue Waffen dazu, also zur Verfügung gestellt. Das ist wenigstens ein kleiner Schritt. Also, ah, stimmt, habe ich mal gelesen. Ja, ach ja, in der Roadmap für das Jahr, ne? Also Update 35 kommt dann für jede neue Waffen und neue Mission Type. Ab wann war dann Datum? Was hast du Update da? 35, also drittes Quartal. Okay, So September, so. Ja, ab September, viertes Quartal ist Oktober, drittes November, Quartal. Dezember, ne? Nee, das ist das vierte, drittes. Ach, drittes meintest du, okay. Oder war es Disinfector oder drittes? Bin ich mir nicht sicher, es war drittes oder viertes anzubauen? Ja, ich meine auf meinem Quarzzimmer, da sind auch Schleimbeutel. Muss ich hin? Okay, ich mache die Markierung für mich, damit ich von innen noch sehe, wie ich buddeln muss. Ja, das ist mir. Ja, war bei mir noch ein Aquarz in der Wand? Ich gehe erstmal wieder. Nein, nicht runterfallen. Ah. Ne, das waren die zwei, okay. Momentan ist es ja überraschend ruhig und jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien. Na, warum sagst du denn sowas? Ist wie dieses, es könnte schlimmer sein, es könnte regnen. Und dann, ja, toll. Weil dieses wie geil. Aber eigentlich, wir sollten uns bei diesem Mission auch beeilen, weil umso länger wir drin bleiben, umso stärker werden auch die Wellen. Ja, das haben Pat und ich bei dem allerersten Mal bemerkt, weil wir gar nicht wussten, was Aquits waren und wussten gar nicht, wo wir schauen sollen. Das ist Leuchten, das blaue Leuchtenhinweis, das fiel uns erst sehr spät auf. Und dann waren halt schon viele. Also unten liegen zwei, drei noch rum, wenn ihr die holen wollt. Aber müsst ihr auch nicht. Hier ist ein Schinder. Ich höre ja irgendwas. Da! Der Transportkapsel. Ah, cool. Oh, noch die Batterien. Oh, ich will mich da jetzt erstmal wieder drum kümmern, Sachen einzusammeln, weil 180 Nage reicht erstmal immer noch. Hier gibt's zwar mehr, aber ich hole dann erst, wenn wir wirklich was brauchen. Weil jetzt erstmal schlauer, einfach die Mission fertig zu machen, anstatt das Nage zu holen. Genau, also ich habe ja schon ein paar ausgebuddelt, die müssen wir nur noch einsammeln. Batterien müssten wir noch finden, wäre ganz nice. Ja. Für dich nicht, weil du ja alle schon hast, aber für uns. Nö. Ich hab noch nicht alle, da fehlt noch eine. Achso, du hast nur bei den Helmen alles, ne? So war das. Beim Helm hast du ja schon sofort alles, ja. Da muss ich einfach nur halt die Koordinaten scannen, da muss ich hinbohren einfach. Ich meine, du hast schon alle Skins. Ja, bei den Helmen Für die Spitzhacke habe ich schon alle. Aber lohnt sich trotzdem dahin zu gehen, weil da gibt es ja gratis Ressourcen. MNG, ich bräuchte mal deine Plattform. Ah, hier ist der. Gute? Ja, passt. Und dann fahre ich erstmal runter, nice. Ah, eine Batterie habe ich gefunden.
Ja, das ist dann die letzte. Ah, cool. Ich habe währenddessen die Mission gemacht hier. Ich hab einer muss das ja auch machen hier. Ich war gerade dabei, Plattformen zu einem Aquark zu machen, also. Ja. Hörte. Ah ja, du trägst gerade hin. Loot. Loot, Loot. Neonband. Ich bin nur für den Skin da. Einer ist hier runtergefallen an Quarz, ne? Ja, den hat irgendjemand da runtergeschmissen. Nee, er ist, glaube ich, einfach noch runtergerollt. Ist hier so schräg, ja, also. Mhm. Immer auf die Gravitation schieben. Genau. So. Ach so, den nimmst du dann schon? Okay. Sonst war... Brauche ich noch eine Plattform? Scheiße. Machst du da unten? Frag einfach nicht, wie es da unten gelandet ist. Dreh ich mich einmal um. Oh nein. Willst du mal sagen, dass ich schlecht bin oder was? Also, ich würde es niemals in die Schütze. Ich würde es da niemals runterschmeißen. Also, nee, ich doch nicht. Ich würde einfach sagen, du hast kurz nach oben geschaut und nicht nach unten. Das hat ja ist wertfrei. Ich bin jetzt nämlich auch runtergefallen und weiß jetzt nicht, wie ich hier wieder raufkomme. Wo ist die Plattform? Ah, hier sind Viecher. Okay, töten wir die erstmal. Dann bohre ich mir mal einen Weg hier lang. Because that's what I do. Ah, ich bin auch beim Aquiz hier gelandet gerade. Okay. Hi. Na, da unten sind auch noch Sachen. Bringen die mal hoch. Jetzt wäre so ein Fließband ganz cool, wo man die einfach noch rauflegen könnte. Du meinst ein Seilrutsche. Ein Beispiel. Ja. Und da sind einfach ein paar Dorfs drauf und die fahren halt hoch und runter. Das Fließband, fertig. Ja, ich dachte an ein ohne Lebewesen, aber. Geht ja im Game schwer. Ja. So, Moment, da unten war noch. Brauche ich da mal Leute, die das alles hochtransportieren hier so bei mir, weil hier sind ein paar viele Sachen zum Hochtransportieren. Ja, ich schmeiß nur dazu im Moment, weil ich noch. Ja, ich auch. Ich schmeiß auch gerade nur dazu. Also, Paddy, ist deine Aufgabe, glaube ich. Genau. Ja, ich bin unterwegs. Ja, also hier unten war noch ein Schleim, den ich noch hole. Bei diesen Eingang zu machen langsam, oder was? Du weißt schon, dass du nicht auf eine Plattform noch eine Plattform machen musst, zum Fallschaden. Ja. Weiß ich. Warum machst du es dann? Weil ich nicht ganz so tief fallen wollte, sicherheitshalb. Mann, wie viele Viecher sind denn hier auf einmal? Boah, das war anstrengend. Ich habe jetzt meinen Schleimsamen da fallen gelassen vor Schreck. Also, beherrsch dich mal. Ich bin down. Da will man nur Quarks schmeißen und dann stirbt man schon. Genau, ich wollte nur Schleimsamen bewegen. Kommen die Viecher an. So, dann kann ich dich retten. Bin schon dabei. Geh da weg. Das schaffst du nicht. Ja, ich habe keine Munition mehr. Ja, call einfach einen Pot, fertig. Call doch einfach einen Pot. Ja, nice. Bin ja schon dabei. Immer mit der Ruhe. Das war ganz schön angebaut. Ach. Alter Mann, ist kein D-Zug. Ein alter Zwerg auch nicht, oder wie? Ja, der ist recht nicht. Ah, das ist mein Wächter. Sorry, Steve. Das wollte ich nicht anzünden. Das ist nur.
So, wo war denn hier noch? Hier unten leuchtet es noch blau. Ja, ein paar der Löcher könnten mittlerweile auch wieder durch Plattform gestopft werden. Das war nicht reinfällt, meinst du? Mhm. Könnte ich machen, aber dann müsste ich aufhören, Aquarks hochzutragen. Nee, dann mach mal. Aquarks, wichtiger. So. Meist den noch hoch. Hier unten war noch irgendwo Schleimsamen. Ah, fuck, jetzt bin ich auch in so eine Spalte, Ritze gefallen. Ah, hier war das OG-Loch. Auch nicht. Unübersichtlich hier. Eingefroren, okay, nice. Ich hab vergessen, dass man sich hier nicht... Zu mir weg. Dieser Tunnel ist zu klein. Kommt nicht aneinander vorbei. Ah, das ist der letzte Aquark, den hast dann. Dann brauchen wir nur noch Schleim. Hier ist schon einer Aquark. Wir haben alle. Ja, ich meine, den meinte ich ja, den du jetzt hast. Ah. Den meinte ich ja. Dann brauchen wir nur noch Schleimsamen, ne? Da müssen wir schauen. Hier unten irgendwo waren welche. Warum schmeißt denn der Quark weg? Das ist so. Also, du meinst nicht. Der Quark ist weggeflogen. Ja, dich, Angie. Du hast ihn einfach weggeschmissen. Der ist weggeflogen. Ja, hab mich irgendwie verklickt oder falsch. Ja, okay. Du sabotierst uns auch hier. Er ist der Imposter. Der ist doch schon längst im Pott. Der ist einfach nur runtergefallen. Du bist hier der Imposter. Ah, das ist das falsche Spiel. Jetzt. Haut mich denn. Nervig. So. Hab hier einmal Schleim, Samen. Wer will. Lass einfach hier hin. Wir sammeln es schon auf. Der Angie ist ganz schön faul, der holt nichts mehr. Ja. Ich hab eben das, was du hochgeworfen hast, reingetan und aus dem. Okay, das ist in Ordnung, ja. Ich dachte, wir bilden hier eine Kette. Ja, ist in Ordnung. Ich glaube, da muss mal ein Personalgespräch geführt werden. Teamgespräch. Du brauchst einfach hier ein paar Kopfnüsse und dann ist die Sache gegessen. So, hier ist Eis. Ach, wir haben genug Schleim, okay. Dann komme ich auch mal zu euch wieder. Ich drück gleich mal den Knopf, oder? Ich kann noch diesen ein Ding hier abgeben. Es gibt noch 30 XP, also. Da kann man ja nicht nein sagen. Und wenn hier liegen ja noch ein paar Sachen, das sind einfach Kratos XP. Die können wir schnell mitnehmen. Dann können wir starten. Mhm. Ja, jetzt können wir starten. Very well, very good. So, dann warten wir jetzt mal. Oh. Okay, der schießt jetzt auch nach oben, wenn ihr das mal nicht aufzutrinken. Machst du hier Trinkpause währenddessen, oder ja, was? Man muss viel trinken, hat der Betriebsarzt gesagt. Ich glaube, er meinte Bier und das hast du doch gar nicht griffbereit, oder? Ja, muss ich gleich noch mir holen. Nach dem Level, wenn du dich beförderst, wenn du deine Beförderung bekommst. Dann könnten wir. Kann man nach der ersten Beförderung schon die Tiefenexpedition machen? Und wenn ja, sollte man das? Mann. Aber die sind noch schwerer als Stufe 5, oder? Die normalen Deep Dives nicht. Die okay. Deep Dives, die erste Stage ist 3,5, danach Hazard 4, danach 4,5. Okay, 3,5. Nur der Elite Deep Dive. Okay. Also 3,5 bis 4,5. Die dritte Stage ist 4,5. Mhm. Aber steigert sich halt immer. Zählt es dann auch schon für die Quests oder muss man für die Quests immer nicht Deep machen? Wie meinst du für die Quests? Nee, es gibt ja mal die Aufgaben, dass man. Oh, sorry. Die Core Hunt.
Korn, meinst du, oder was? Genau. Die Assignments, oder? Die Assignments, das ja. Ist ja neben... Das ist was anderes. Aber man kann die nicht verbinden, oder so. Nee. Warte. Das ist eigen. Also die es gibt auch keine halt Assignments um. Für Deep Dives. Nö. Jetzt macht man ja wegen den Cores. Also. Oh, Explosions. Oh, lol. Er kommt einfach fast perfekt an, wo er davor war. Ach, da unten. Mhm. Ah, ne, nicht runterspringen. Oh, der Jobbot macht auch kein Damage. Oh, doch, macht Damage. Nur wie verzögert. Der ist auf dir gelandet, ja? Ja, und ich bin stuck. Ich bin wieder raus. Ich muss schnell rein, damit ich nicht sterbe. Bitte, los, kommt rein. Mein Iron Will geht gleich weg. Hallo. Okay, ich bin tot. Ja, hallo. Du stehst wieder bei mir. Bei mir stehst du wieder. Du bist wieder aufgestanden. Okay, also, zweimal Iron Will ist doch ganz normal, also. Du hast den eisernen Willen, wieder nach Hause zu fahren. Nicht. Ja, natürlich. Ja, ist auch der Albtraum, irgendwie am letzten Tag vor der Rente auf der Arbeit zu sterben, ne? Das will man nicht. Siehst du, ja, das wäre. Das ist ja ein Arbeitskollegen meines Vaters passiert. Das würde ich auf dem Weg zum Auto auf dem Parkplatz, also am letzten, allerletzten Tag, zusammengebrochen und gestorben. Das ist, das macht mich, das bis heute berührt mich das irgendwie, diese Schreckensvorstellung. Damn, I'm good at this. Oh. So, du beförderst dich jetzt. Ja. Dann. Ah, machen wir mal hier, töten wir ein bisschen was. Ah, okay, dafür muss ich aus dem Team raus, ne? Dann so. Bin ich erstmal raus. Ja, geht ja flott. Ich hol mir dann schnell noch ein Bier. Bis in einer Minute. Also ein echtes.